um den Umwandler wieder zu einem Heilgerät machen können. Aber ich glaube, das ist bloß eine theoretische Möglichkeit. Ach, blockiert. Es sind nur noch ein Dutzend von uns übrig. Shit. Vielleicht hätte jemand anders uns anführen sollen. Was ist mit Günther? Oh Gott. Kein Wort von Günther. Das ist immerhin das Ziel unserer Mission hier, Günther zu retten. Beziehungsweise Günther zu rächen. Was ist denn das? Das soll eine Leiche sein? Ist verkohlt wahrscheinlich. Haben wir jetzt alles abgegangen? Irgendwie habe ich das Gefühl... Oh, es ist ein Hypnoseschirm. Nur nicht so lang drauf starren. Ah, da. Ah, na, das ist die Tür, die wir nicht öffnen können. Hier, das wollte ich. Ich wusste doch. Oh Gott. Beta. Aha, hier haben sie sich verschanzt. Haben sie jetzt vorhin gesagt in der E-Mail. Aber das Problem dabei ist, hier herrscht Strahlung, haben sie gemeint. Oh Gott, was ist das für eine Musik? Und das wegkriegen hier. Oh Gott, wieder was zum Hacken. Was muss ich machen? Des Drahts anklicken, um ihn zu aktivieren. Was ist das Ziel? Den Balken voll oder den Balken leer zu bekommen? Wahrscheinlich voll. Kreuzen darf er sich nicht, oder wie? Ah. Das ist weniger geworden. Okay. Das auch. Das auch. Das ebenfalls. Mensch, wie kriege ich den Balken voll? Kriege ich den hier ganz runter? Nee, das geht nicht. Ist hier eine Logik dahinter oder ist das nur rein zum Ausprobieren? Ha. Ich stehe vor einem Rätsel. Also, hier glaube ich, das steht schon optimal. Da kriegen wir einen ziemlichen Boost. Andererseits probieren wir es mal hier. Nee, da wird es auch gleich weniger. Hier wird es leicht weniger. Immer weniger. Es wird stark weniger. Ja, ich schlage vor, ich bin wieder zurück, wenn ich das hier gelöst habe. Bis gleich. Okay, das ist die Endposition. Keine Ahnung, ob das Zufall ist, aber es sieht leicht aus, aber bin mir nicht sicher, ob es immer so leicht ist. Zweifel ist. So, ich nehme mal an, da unten herrscht tödliche Strahlung. Dann werden wir es vermeiden, da runter zu plumpsen. Ups, da ist aber ein Geheimraum. Den würde ich schon gern sehen, was da unten... Oh Gott. Schock. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Wow. Ein Mutant. Uns geht gleich die Energie aus. Oh Gott. Einer von denen. Und ich habe keine Energie mehr. Scheiße, müssen wir eine Batterie benutzen. Wo sind die? Hier.
Batterie. Und eine erste Hilfe am besten. Nee. MIDI. Immer zwei. Wo ist denn der hin? Versteckt sich da unten. Der Sack. Scheiße. Ich will da runter. Da liegen einige nette Sachen versteckt. Ich will aber nicht runterspringen, weil wer weiß, wie ich da wieder hochkomme. Ist da jemand? Nee. Wohin war's? War da unten noch jemand, aber hat sich wohl verdrückt. Ah! Neue Nachricht. Wieder von Honig. Was weiß der Honig? 12. Oktober. Die biologischen Experimente haben meine Kameraden völlig verwandelt. Ich fürchte, das Showdown mittels einer Maschine im Alpha-Quadranten die Überlebenden in Cyborgs verwandelt. Ja, da schaust du ja. Wenn wir umstellen können, dürfte die Maschine mit der Lotte heilen, statt sie zu Cyborgs zu machen. Nützliche Information. Auch nicht. Ein Wissenschaftler. Mit einem Einschussloch in der Brust. Ah. Da geht die Energiebrücke hoch. Schon sonst nichts hochkommt hier. Wieder verlaufen. Da müssen wir runter. Ganz schön. Ganz schönes Labyrinth hier. Oh Gott! Direkt aufs Maul. Was hat denn der dabei? Lehmpfeile. Gut, dass er mich nicht getroffen hat. Conversion. Aha, das ist das, von die E-Mail gesprochen hat. Ah, jetzt sind wir wieder da. Oh Gott. Und hier können wir auch aufladen. Hier müsste irgendwo eine... Oh Gott. Neue Mutanten sind gespawnt. Da ist auch noch einer. Ah, der sieht uns nicht. Wohl andererseits ist da drüben nicht die Medstation. Heilen. Irgendwie habe ich vergessen. Da. Hier hat alles angefangen, oder? Oh Gott. Die sind schon über das ganze Gebiet hier wieder hergefallen. Mensch. So viele! Das hätte sich ja fast nicht ausgezahlt, hier zurückzukommen. Au! Ein Schädel angehaut hier. So.
So, da laden wir auch nochmal auf. Au! Gott! Zweimal hintereinander geht nicht. Wow, so viele. Wo war jetzt dieses Gatter hier? Hier nicht, oder? Ah, ich wollte nicht hoch. Gamma. Gamma Quadrant. Okay, da sind wir. Zu Hause. Da ist nichts mehr. Gut, dann schlage ich vor, wir gehen hier hoch. Ist da was? Kommen wir darüber? Oh Gott, hier wimmelt's. Da kann es schnell passieren, dass dann die Energie ausgeht hier. Ah, da ist auch noch einer. Der hat uns gar nicht gesehen. Er kann nie erfahren, was ihn umgebracht hat. Arme Drohne. Der schwebt hier ein wenig in der Luft. Hindert uns aber nicht daran, ihn zu looten. Au! Ein Shuriken. Ein Schattenkrieger. Verdammt. Jetzt haben wir wieder einen Haufen Energie verloren. Gut, dass wir zurückgegangen sind. Sonst hätte ich die Begegnung wahrscheinlich nicht überlebt. Aha. Diagnosemodul. Da ist auch noch einer. Oh! Shit. Hier! Okay. Das ist das, was er gemeint hat. Nehmen wir an, hier können wir uns auch heilen dann. Ah, oh, das sind Geräusche. Viel Gesundheit haben wir nicht mehr. Hier wimmelt es ja nur so. Schlag vor, wir schauen uns das mal die Meldung hier vom Shodan an. Anweisung an Cyborg F-71. Cyborg? Aha. Wir werden nun den neuen Virus in einer passenden Umgebung. Ah, da waren wir schon. Durchgeschaut. Verlege Experiment V5 in die Biozone Beta auf der Kontrollebene. Lass die Biozone durch den Virus infizieren und beobachte seine Auswirkungen auf pflanzliche und tierische Lebensformen. Wenn die Variante optimiert ist, werden wir sie auf die Erde loslassen. Sie wird unsere Eroberung erleichtern. Shodan plant also die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das ist ja ganz was Neues. Hätte sich was Originelleres einfassen lassen können. Shodan in der ganzen Station die Regenerierungskammern zu Cyborg umwandeln und programmieren. Cyborg Umwandlung abgebrochen. Standard-Cyborg-Umwandlung aktiviert. Regenerierung modifiziert, um kybernetische Helfer zu erzeugen. Kybernetische Helfer? Wie? Als habe ich ihn unterbrochen hier. Wollte ich eigentlich nicht. O'Connor, was? Ich habe entdeckt, dass Shodan in der ganzen Station die Regenerierungskammern zu Cyborg-Umwandlern umprogrammiert hat. Wenn jetzt jemand schwer verwundet ist, wird er nicht geheilt, sondern in einen Cyborg verwandelt. Oh Gott. Ich habe die medizinischen Computer von Shodans Hauptdatenbank abgedrängt.
Das bedeutet, dass wir die Cyborg-Umwandler auf ihre normalen Heilfunktionen umstellen können, ohne dass Shodan es merkt. Sehr gut. Wie machen wir das? Das weiß ich nicht mehr. Ist das jetzt aktiviert oder nicht? Ich speichere lieber vorher. Ich habe den Schalter zu oft gedrückt. Tür zu? Nee, da tut sich nichts. Cyborg-Umwandlung abgebrochen. Okay, Standardregenerierung aktiviert. Es wirkt nicht. Ich werde nicht regeneriert, Mann. So ein Scheiß. Dieses Klump funktioniert nicht, Mensch. Cyborg-Umwandlung aktiviert. Regenerierung modifiziert, um kybernetische Helfer zu erzeugen. Nee, das ist nicht das, was ich will. Das müsste es eigentlich sein. Regenerierung aktiviert. Aber es wirkt nicht. Irgendwas ist da noch faul hier. Startet Dänemark. Vielleicht fehlt hier der Strom. Ah, ich habe noch kein Diagnosemodul. Das ist es, glaube ich. Mir fehlt hier noch das Diagnosemodul. Au! Oh. Mensch! Ah! Verstehe. Das ist ja gar nicht zum Heilen. Das ist, wenn ich sterbe, werde ich hier wieder regeneriert, wieder zusammengebaut. Das ist gut zu wissen. Das Ganze wird aber auch einen, irgendeinen Haken haben, oder? Gut, dass ich jetzt gestorben bin. Sonst wäre ich dumm gestorben. Ich meine, ich bin dumm gestorben, aber ich bin wissend wieder aufgewacht hier. Raum. Hier ist eine Geheim-Datenzugangsfeld. Wieso? Ein völlig unnützer Raum? Oh Gott. Oh, der rutscht. Was haben wir hier? Lehmgewehr. Haben wir schon. Zwei Lehmgewehre sind Overkill, sage ich jetzt mal so. Ah. Können wir hier durchkriechen? Nee. Bleier brauchen wir ja nicht. Zu weit entfernt. Kann ich mich noch mehr hinlegen? Nee. Geht nicht. Ah. Neue Nachricht. Ja, wir schauen ja gleich. Von Rebecca. Ich hoffe, dies kommt durch. Shodan versucht, die Übertragung zur Station zu blockieren. Wir haben neue Indizien. Dieser Aufzug gehört mir. Was? Mit meinen Computern und Kameras habe ich totale Kontrolle über diese Ebene. Arsch. Hat die jetzt ihre Bäcker unterbrochen? Shodan, oder? Ich hoffe, dies kommt durch. Shodan versucht, die Übertragung zur Station zu blockieren. Wir haben neue Indizien darüber, was auf Citadel passiert ist. Edward Hugo? Ich bevorzuge eine ruhige Station. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Hey! Cool!
Nee, nicht zugehen. Ah, ich geh wieder auf. Gott sei Dank. Ich dachte, ich müsste jetzt alles nochmal ablatschen hier. Da ist noch eine Nachricht vom Shodan. Mal sehen. Hier, Shodan, 3. November. An alle Cyborg-Einheiten. So wie wir diese Station vom Menschenbefall gereinigt haben... So werden wir auch die Erde säubern. Oh Gott. Der Tachyonen-Bergbaulaser wird für die Zerstörung.